Ich habe Höhenangst. Okay, ist ja gut. Und ich habe auch schon mehrfach auf solche Compilations reagiert, wo Leute irgendwie Parcours machen auf Hochhäusern und keine Ahnung was. Aber ihr wolltet das unbedingt nochmal sehen. Von daher stürze ich mich wieder in ein Meer voller meiner Angst. Genau. Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Er läuft nach vorne und er verschwindet plötzlich. Okay, also ich glaube, er wollte einfach nur zeigen, wie hoch diese Treppe ist. Der läuft ja doch jetzt nicht. Das ist so hoch, wie ich springen kann und der läuft da eine 3-Meter-Treppe hoch. Das ist jetzt allerdings auch alles nicht so krass Höhenangst krass mäßig, sondern die laufen einfach nur irgendwelche Wände hoch. Also ich bin gespannt, wo das ein... Oh! Sag mal! Sag mal! Könnt ihr nicht normal auf dem Bürgersteig laufen? Alter, ich krieg direkt Gänsehaut, wenn die hier so nah überall an so Hochhäusern und dann laufen die da drüber. Okay, das geht jetzt hier gerade noch, aber guck mal da rechts oder da links. Das ist... Die sind auf Hunderten. Ey, sag mal, ist das denn deren Ernst? Sag mal, könnt ihr nicht normal joggen gehen? Irgendwo im Park oder so? Könnt ihr auch über Parkbänke springen? Da müsst ihr nicht über solche Sicherungsgäste auf den Hochhäusern bringen! Ey. Was ist denn? Oh, jetzt springen die. Oh mein Gott, ey, was ist denn? Da musst du doch nur einmal abrutschen, ey. Ist er? Ich trau mich nicht mal, ein Hochhaus hochzufahren, das abgesichert ist und mit dem Fahrstuhl hochfahren und so. Und die springen da einfach drüber! Ich checke nicht, was der Sinn daran ist. Guck mal, auch hier, wenn die doch nur einmal abrutschen, dann fallen die rechts rüber, 100 Meter runter und sind einfach tot. Also klar, jetzt sagt ihr wahrscheinlich, oder Leute, die das gern machen, sagen jetzt wahrscheinlich, aha, Adrenalin und keine Ahnung was. Aber ey, ich kriege Adrenalin auch, wenn ich Fortnite spiele. Digga, seid ihr am Arsch? Seid... Ey, jetzt machen... Also klar, man muss sagen, es sieht schon cool aus, wie die da irgendwie so rüberspringen. Das sind krasse Aufnahmen, also das könnte auch ein Grund sein, warum man das macht. Aber so lebensmüde für Aufnahmen. Ey, das... Können wir bitte den nächsten Clip reinrollen? Also hier geht's jetzt gerade weiter. Ich bin nochmal raus. Wirklich im Ernst, Alter, ich check solche Leute nicht. Auch er, okay, er hat da unten einen Pool und er springt vom Dach runter. Ey, das sind doch easy 5 Meter in so einem kleinen Pool mit einer Höhe von 1 Meter. Da muss doch jedem bewusst sein, dass man das nicht machen sollte. Aber so wie er da steht und er... Mit dem Körper. Ja, viel Spaß mit der Gehirnerschütterung. Ich check's halt wirklich nicht. Da ist schon wieder eine Person auf einem Dach. Ist das der gleiche? Ist das... Das sieht nach einem ähnlichen Haus aus. Nee, ist es nicht. Er springt auch in... Ich habe mich früher nicht mehr getraut, vom Beckenrand reinzuspringen. Spasti. Also ich verstehe es wirklich nicht. Auch das hier jetzt. People are insane. Scoreback. Er steht auf... Oh mein Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Oh mein Gott. Ich habe gerade nur den Text gelesen. Die stehen auf einem verdammten Hochhauskran. Es ist halt nicht mal irgendwie ein normaler Kran gerade gewesen, sondern diese... Ey, oh mein Gott, hatten wir die schon mal... Was ist denn so schwer daran, einfach nicht so eine Scheiße zu machen? Ich glaube, das ist Dubai hier gerade, wo die sind. Und ey, das ist... Puh. Ey, den hatten wir schon mal. Der mal... Das ist... Ey. Einmal... Ich hatte heute Morgen die Wasserflasche in der Hand. Wollte trinken und mir ist die aus der Hand geslippt. Und der macht da seine komischen Klimmzüge an diesem Gerät. Das hier sind jetzt wieder irgendwelche Parcours... Okay, er springt über ein Auto. Er springt über... Und er chillt auf einem Was habt ihr davon? Ja, mir fällt nichts ein. Also er steht auf irgendeinem komischen Masten irgendwie drauf, auf so einem Sicherungsdings. Ich glaube, das wirkt auf dem Video nicht ganz so krass hoch, aber es ist mega hoch. Die beiden Jungs hatten wir auf jeden Fall auch schon mal. Das war irgendwo in der Ukraine oder in Russland oder irgendwo so. Und die stehen... Den hat man noch nicht. Der. Ey. Oh! Moment! Ich gehe mal 5 Sekunden zurück. Er sitzt dort und ich denke wenigstens nach hinten, wenn er nach hinten... Es ist einfach. Was ist
falsch mit dir? Real Talk, wenn da ein ganz kurzer Windstoß kommt, dann fliegt der einfach runter. Und das sieht ja jetzt auch nicht gerade irgendwie nach 50 Metern aus, sondern eher so nach 500 Metern sah das aus. Er steht auf irgendeiner Brücke, aber da muss man halt wenigstens... Oh mein Gott. Digga. Digga. Einmal. Ey, Ich krieg die Vollkrise. Ich stehe hier mit Gänsehaut und Schweiß an Stellen, an denen ich nicht mal wusste, dass da Schweiß kommen kann. Ich habe gesagt, ich reagiere da heute drauf, also weiter geht's. Hier ist wieder irgendein Verrückter in Abu Dhabi oder in Dubai oder keine Ahnung wo. Den hatten wir, glaube ich, schon mal. Der rollt sich da nämlich, ja genau, der macht da jetzt noch so Purzelbäume runter. Ey, der ist doch komplett wahnsinnig. Das ist doch spätestens da, wie er da chillt. Ne? Das... Mir fällt dazu nichts ein, außer dass es einfach lebensmüde ist. Kinder, macht das nicht nach. Okay, ich glaube jetzt nicht, dass einer so dumm wäre und auf dem Hochhaus gehen würde und sich da... Aber macht es nicht nach, komm nicht auf diese Idee. Weiter geht's mit dem nächsten Clip, den hatten wir auch schon mal. Das ist irgendwie, ich weiß ja nicht, warum man auf die Idee kommt, sowas zu bauen irgendwie auf einem Hochhaus obendrauf. Weil es bringt ja augenscheinlich wirklich absolut gar nichts. Das hier ist wieder ein Typ auf einem Kran und das ist halt... Weißt du, es ist halt rund. Ne? Da kannst du so schnell abrutschen. Also bei einem Hochhaus, das ist wenigstens noch eine ebene Fläche, weißt du, wo du drüber läufst und weißt, okay, egal wie ich laufe, ich bin auf einer ebenen Fläche, aber da, ey, das ist ja eine ganz andere Liga von lebensmüde. Also er läuft hier weiter über seinen komischen Kran rüber, stellt sich jetzt vorne an die Spitze, so wie bei Titanic, ey, das sind auch oft wirklich immer die gleichen Leute. Ich bin froh, dass wir jetzt hier so ein bisschen wieder Parcours sehen, weil wenn der da irgendwie abrutscht, dann bricht er sich vielleicht irgendwie einen Arm oder irgendwie so, aber solche Leute, wenn die abrutschen, sind die einfach tot oder auch er. Ich meine, die haben wenigstens noch so ein Ding da zum Festhalten, aber... Ey, auch er hier. Ich versteh's nicht. Da fällt's nicht nur runter, sondern wird's noch von Autos überfahren. Ich verstehe es wirklich nicht. Leute, falls irgendjemand von euch irgendwie Parcours macht oder keine Ahnung was, ist ja schön und gut. Ich hatte mal so einen Parcourskurs, fand ich auch super, war aber in der Sporthalle von unserem Gymnasium und das war halt entspannt. Und dann ist man irgendwie die Wände hochgeklettert und hat da Saltos gemacht und keine Ahnung was. Aber es war jetzt nicht auf einem Hochhaus. Oder auf einem Kran. Oder auf einer Brücke. Mein Gott, kommt klar auf euer Leben, Alter. Ihr habt nur eins. Dass die da dann auch nicht einfach nur langlaufen können, sondern die, guck mal, die müssen dann da auch noch irgendwie drüber springen, noch ein Salto machen. Er hier, er muss da erstmal draufspringen, sich einmal im Kreis drehen. Das sieht gar nicht so... Ah doch, ist doch schon... Ja, ist doch... Guck mal da. Einmal muss... gar nichts mehr zu ein. Ich verstehe es wirklich nicht, Freunde. Da hängen Leute irgendwie vom Kran runter. Den hier hatten wir ja gerade schon so. Wenn er Glück hat, fällt er runter und fällt halt ins Wasser daneben. Er steht. Moment. Das war der Typ mit dem Wasser. Bist du Spider-Man nebenberuflich? Wie kommst du denn überhaupt dahin? Weil die lassen dich da ja auch nicht hoch. So, du musst da ja erstmal einbrechen. Also es ist ja nicht nur illegal in dem Sinne, dass sie sich da aufhalten, sondern auch wie die da hinkommen oder keine Ahnung was. Und jetzt haben wir ein Mädel, das schaffelt. Toll. Ja, das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Da sind Leute, die springen über Hochhäuser, die klettern an Kränen rum, die laufen über Brücken, die machen Parcours über Wohnhäuser in 100 Metern Höhe und dann ist ein Mädel, die schaffelt. Ja, also, das ist ja mega krass. Kommen wir nun allerdings wieder zurück zum Wesentlichen, meine lieben Freunde, und zwar den lebensmüden Menschen. Guck mal, hier oben ist sogar so eine rote Lampe, die hängt wie... Abhängen, also meine Definition davon ist ein bisschen chillen mit Freunden auf dem Sofa, aber bei denen ist Abhängen, glaube ich, hat ein bisschen eine andere Bedeutung. Wir sind gleich fertig mit dem Video, meine lieben Freunde, also keine Sorge. Guck mal, ey, wie krass das einfach aussieht. Die hängen da zu zweit, er macht Sport da oben. Ja, ich kann mir das nicht geben, ne? Guck mal, der hält sich nicht mehr fest, der läuft einfach rüber. Guck, einfach. Es tut mir leid. Viele Leute beschweren sich dann immer darüber. Hey, Luca, wie kannst du denn hier die ganze Zeit pausieren? Blablabla, es ist ja meine Reaktion auf die Leute. Wenn ihr euch das Video an sich anschauen wollt, dann schaut euch das Video so an. Aber es ist ja meine Reaktion, meine Kommentare darauf. Und was ich gerade hierzu sagen wollte, zu dieser Person, die hier rüberläuft, schaut euch das an. Was das hier für ein Wind ist. Ich spule noch mal ein bisschen zurück, ne, dass ihr das noch mal seht. Achtet mal auf die Hose, die ist ja ein bisschen weiter, wie die da im Wind weht. Ne? Ist ja nicht so, dass man da irgendwie in einer Sporthalle ist und dann irgendwie über einen Balken läuft und da ist kein Wind, weil es halt eine abgetrennte Halle, aber keine Ahnung was ist, sondern ist es ja frei. In hunderten Metern Höhe.